Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Landesvorstandes der NRW SPD Queer darf ich Sie heute am Welt-AIDS-Tag zur Verleihung unserer Ehrennadel der Arbeitsgemeinschaft an Elfi Show Antwerpes begrüßen. Eigentlich vergeben wir diese Ehrennadel immer an einer Landeskonferenz oder so wie letztes Jahr bei einem CSD-Empfang. Doch aufgrund Corona können diese beiden Dinge dieses Jahr nicht stattfinden, sodass wir diesen Weg gewählt haben, um Elfi Show Antwerpes unsere Ehrennadel zu übergeben. Besonders freuen wir uns darüber, dass der Bundestagsfraktionsvorsitzende Dr. Rolf Mützenich sich bereit erklärt hat, eine Laudatio über Elfi Show Antwerpes zu halten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte nun das Wort an Herrn Dr. Rolf Mützenich übergeben. Für mich ist es ein großes Glück, aber auch eine Ehre, Elfi Show Antwerpes durch die politische Arbeit in ganz verschiedenen Lagen und Situationen kennengelernt zu haben und weiterhin auch zu kennen. Sie ist jemand, die sich hier insbesondere im Bundestag gegen Homophobie, gegen Transphobie eingesetzt hat. Sie hat um die Rechte von Menschen gekämpft, die in der Vergangenheit, aber leider auch in immer noch der Aktualität diskriminiert werden. Sie war glaubhaft. Sie hat im Grunde genommen für viele hier aus dem Herzen heraus gesprochen mit großer Empathie. Und deswegen hat sie diesen Preis schon längst verdient. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, was sie nicht nur hier im Deutschen Bundestag, sondern auch in Köln als wirklich wichtige Repräsentantin der AIDS-Hilfe in Köln auch geschaffen hat, einen bleibenden Wert besitzt, Menschen stolz auf sie sind, dankbar und dass sie ihnen auch letztlich denen eine Stimme gegeben hat, die sich nicht immer so laut melden konnten. Alles das hat sie für mich eingenommen und ich bin froh, dass wir immer wieder miteinander sprechen über ganz verschiedene Dinge, auch Privates manchmal austauschen. Und es tut einfach gut, dass die Ehre jetzt ihr zuteil wird, die ihr gebührt. Viel Erfolg. Danke, lieber Rolf, für die Laudatio an Elfi Show Antwerpes. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir möchten nun live zur AIDS-Hilfe Köln rüberschalten, wo Elfi nun unsere Ehrennadel übergeben bekommt. Schön, dass du uns besuchst, EC für Köln. Ist dir ja lange bekannt. Durch dein langjähriges Engagement bei der AIDS-Hilfe Köln und der SPD Queer hast du vieles bewegt. Besonders in deiner Amtszeit als Bürgermeisterin in der Stadt Köln sowie als Bundestagsabgeordnete hast du dich leidenschaftlich und erfolgreich für die Sache der LSBTIQ-Bewegung innerhalb wie außerhalb der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands eingesetzt. Dafür sprechen wir dir, die NRW-SPD-Queer, mit der Ehrennadel Dank und Anerkennung aus. Ja, herzlichen Dank, Fabian Spies, liebe SPDler, liebe ihr alle. Sehr, sehr gerne zeige ich dieses Engagement auch weiterhin, das kann ich versprechen. Mein Wille ist eine hundertprozentige Gleichstellung, die haben wir noch nicht erreicht und dafür werde ich weiterhin an eurer Seite sein und wenn es sein muss, auch kämpfen. Egal, ob auf Stadtebene oder wo auch immer in unserer Gesellschaft, da gibt es noch vieles zu verbessern. Und mit dieser Auszeichnung, die mich wirklich sehr berührt, freue ich mich, dass ich auch
motiviert werde und anerkannt werde. Und es gibt viele Menschen, die unsere Unterstützung auch 2020 noch brauchen und darüber hinaus. Und das kann ich euch versprechen. Mit einem leidenschaftlichen, herzlichen Engagement bin ich weiter für euch da. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, global Solidarität, geteilte Verantwortung. Unter diesem Motto steht dieses Jahr der Welt-AIDS-Tag. Dieses Jahr ist alles anders. Sonst laufen wir immer mit den Büchsen durch die Stadt und sammeln für die AIDS-Hilfe. Das können wir dieses Jahr aufgrund Corona nicht so machen wie sonst. Deswegen, liebe Damen und Herren, möchte ich im Namen des Landesvorstandes der NRW-SPD-Queer Sie nochmal darauf aufmerksam machen oder Sie aufrufen zu spenden. Sie unterstützen damit Ihre lokale AIDS-Hilfe. Im Namen meiner Vorstandskolleginnen und Kollegen darf ich mich herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei der Verleihung der Ehrennadel der Arbeitsgemeinschaft NRW-SPD-Queer an Elfi Schoan-Werpes dabei zu sein. Ich wünsche Ihnen eine behutsame und eine erholsame Adventszeit und bitte bleiben Sie gesund.